Am Hofe Karls des Großen gab es einen Sänger namens Arnold. Dem war das Glück seit vielen Jahren hold. Denn er war sehr charismatisch und jedermann sympathisch. Nicht nur aufgrund seiner Kunst. Und er stand hoch in des Kaisers Gunst. Einst ritt er in dessen Gefolge mit durch ein Waldgebiet bei Düren, eines von Karls Jagdrevieren, und sah, wie das Volk dort Hunger litt. Und nicht wagte auch nur einen einzigen Schritt in den Wald zu setzen, denn er sei das Privateigentum des Kaisers. Dabei benötigten sie wirklich dringend etwas zu futtern. All die Gaben von Mutter Natur, für sich selbst und für ihr Vieh und Brennholz, solche Dinge, die gab es halt dergestalt, für gewöhnlich am ehesten im Wald. Am Abend machten die Jagdleute Rast und Karl lud zum Bankette, als Arnold sprach: Ich wette mit dir, dass es mir gelingt, dass ich noch, ehe du dies Festmahl beendet hast, den kompletten Wald einmal umreite, in voller Länge und Breite. Karl rief voller Heiterkeit und von der Idee eingenommen: Ha, na, ich glaube, du wirst nicht sehr weit kommen. Ich bin, sprach Arnold, zu reiten bereit und alles Gebiet, das ich in der Zeit mit meinem Pferd schaff zu umfassen, mögest du mir überlassen. Da lächelte Karl voller Spott und sprach nach kurzem Bedenken: Okay, ich werde dir schenken, was du zu umreiten schaffst. Und flott sprang Arnold auf sein Pferd, rief: Hihot, stob im Galopp von dannen und verschwand hinter Buchen und Tannen. Was Karl nicht wusste, Arnold hatte zuvor, damit er diesen Rekord schafft, in jeder umliegenden Ortschaft dafür gesorgt, dass man ihm dort jeweils ein frisches Pferd ausborgt und für ihn am Waldrand bereitstellt, sobald er herbeischnellt. Kaum angekommen, sprang er sofort vom Müden auf ein frisches Pferd auf, wie bei einem Staffellauf, preschte weiter von Ort zu Ort, von West nach Ost, von Süd nach Nord, immer weiter und immer fort, wie beim Reiter Spitzensport, und schaffte in wenigen Stunden den Wald komplett zu umrunden. Dass Karl ihm das nicht übel nahm, er kam natürlich dahinter, lag daran, dass er ihm wohlgesinnt war. Er war sogar regelrecht angetan von Arnolds ausgefuchstem Plan, dieser List, dieser Frechen. Und er hielt sein Versprechen. Er vermachte Arnold aus dem Stand, ohne jeglichen Vorbehalt, direkt among den gesamten Wald. Ein Stück Land, das insgesamt über 4000 Hektar umspannt. Und Arnold gab ihn heiter direkt an die Bevölkerung weiter. Zum Gemeineigentum hat er ihn erklärt und wollte sich dafür verbürgen, dass der Wald nicht mehr irgendwem, sondern künftig allen gehört. Das sei der Wald ihm in jedem Fall wert. Jeder einzelne Morgen, dafür werde er sorgen. Was auf Karls Wohlwollen stieß. Arnold, der Waldverteiler, zog bald darauf nach Ginnitzweiler, wo er sich zu diesem Zweck niederließ und wo man ihn fortan wie einen Heiligen pries. Und wo er schließlich verstarb. Bevor er dann durch den Papst später an dieser Stelle auch die offizielle Heiligsprechung erwarb. Ginnitzweiler wurde darauf umbenannt, nach ihm, in Arnoldsweiler. Nur legitim, alldieweil er ja bekannt war wie kein anderer im Land. Da, wo der Wald seinerzeit stand, klafft heute jedoch ein erschreckend riesiges Loch. Steht man davor, kommt es einem so vor, als wäre in urzeitlichen Tagen ein Asteroid dort eingeschlagen oder ein Meteor. Und der Rauch steigt noch immer empor. Der jedoch stammt, habe ich dann erst bemerkt, aus dem benachbarten Kohlekraftwerk. Vom Bürgerwald, wie er früher mal war, stehen heute noch effizient gerade mal 10%. Der Rest ist einfach nicht mehr da. Hat also Arnold den Bürgerwald gar völlig umsonst umritten und fürs Gemeinwohl erstritten?